Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der VfB Stuttgart-Karriere. Wir haben die letzte Episode der ersten Saison erreicht. Wir sind hier 4 Spieltage vor Schluss, immer noch auf Tabellenplatz 6, also immer noch im europäischen Geschäft, haben also noch alle Möglichkeiten offen, nach oben, nach unten oder eben gleichbleibend. Es kann alles noch passieren. Da kommt es natürlich uns zugute, dass wir jetzt zwei 81er auf den Flügeln haben. Sosa und Silas haben sich beide nochmal ein bisschen entwickelt. Wie gesagt, beide jetzt eine 81, beide zusammen unser bester Spieler. Und das sind natürlich gute Voraussetzungen für dieses Spiel hier gegen Hertha Berlin. Da war es im Hinspiel natürlich eine sehr spannende Angelegenheit. Da sind ganz spät 3 Tore gefallen, 2 davon leider für die Hertha. Die haben da ganz, ganz spät das 2:1 gemacht. Ich glaube in der 87. Minute oder so. Und haben damit den Sieg aus der Mercedes-Benz Arena entführt. Dafür wollten wir uns natürlich heute rächen. Krzysztof Piątek hat uns aber erstmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. In der ersten Halbzeit hat er direkt die Hertha in Führung gebracht. Aber wir konnten zum Glück in der zweiten Halbzeit in der 68. Minute mit Sascha Kalajdzic ausgleichen. Ist ja unser drittbester Spieler sozusagen. Also wenn man die Gesamtstärke nimmt, dann ist er der drittbeste im Team. Mit seiner 80 da vorne drin und hat ja auch schon das ein oder andere Saisontor gemacht. Jetzt war es also 1:1 und spät in der Partie perfekt. Eigentlich um uns zu rächen an der Hertha für diese späte 2:1 mit unserem eigenen späten 2:1. Und Sascha Kalajdzic war es dann auch, der hier in der 86. Minute das Tor macht und uns in Führung bringt, seinen Doppelpack schnürt und uns dann auch am Ende der Partie den Sieg bringt. Wir nehmen die 3 Zähler also mit aus dem Olympiastadion, können die auf jeden Fall gut gebrauchen im Kampf um die europäischen Plätze. Vor uns natürlich einige gute Teams, aber auch um uns rum, so hinter uns ganz knapp, sind auch noch gute Teams, die natürlich auch noch nach oben rücken wollen, auch noch nach Europa schauen und uns überholen wollen. Zum Beispiel Wolfsburg, zum Beispiel Leverkusen, aber auch Hoffenheim ist noch dran. Hertha ist dann das Team, was schon mal weiter weg ist und keine Chance mehr hat. Aber hier Wolfsburg 4 Punkte hinter uns, direkter Tabellennachbar und jetzt bei uns zu Gast in der Mercedes-Benz Arena. Unser Heimspiel also mit natürlich Omar Mamouche, den wir während der Saison von Wolfsburg geholt haben, nachdem sie ihn uns unnötigerweise weggenommen haben. Wir hätten ihn einfach bei der Leihe belassen oder wir hätten es bei der Leihe belassen und sie hätten ihn nach der Saison eigentlich wieder zurückhaben können. Hätten sie es cleverer ausgespielt, haben sie nicht. Sie haben ihn uns weggenommen und dann war ich sauer und habe direkt das Geld auf den Tisch gelegt, damit Omar Mamouche bei uns spielt. Deswegen wollte ich natürlich heute auch unbedingt ein Tormidi machen. Es wurde aber bisher noch nichts. Hier hat er erstmal eine Chance aufgelegt über Kalajdzic, dann auf Köhler, unser Top-Talent. Kalajdzic dann danach mit der nächsten Chance, dann wieder Mamouche, Mangala und wieder Kalajdzic mit einer Chance. Aber irgendwie wollte nicht so richtig rein und dann war es natürlich hinten absolut bitter. Kempf hat sich den Ball erobert und verliert ihn dann so fahrlässig. Und ich komme raus mit Florian Müller, weil ich dachte, er schießt direkt, dann kann ich den Winkel nochmal spitz machen. Er hat mich aber einfach nur laufen geschickt und dann macht Riedle Baku hier das 1:0 in ein leeres Tor. Einfach eine Aneinanderreihung an Fehlern von unserer Seite oder von meiner Seite besser gesagt. Der Pass, der nicht richtig rausging und dann die Parade, die nicht kam. Aber wir konnten zum Glück noch einen Punkt retten. Mindestens dieser eine Punkt, der sollte es dann am Ende auch noch sein. Chris Führig mit dem ganz, ganz späten Tor. Die nächste Animation hier, nachdem es schon gegen die Hertha hier die Late-Game-Celebration gab, gibt es die hier auch wieder durch Chris Führig. Wie gesagt, in der 90. Minute macht hier sein zweites Saisontor. Und wenn ihr euch ans erste erinnert, war das auch schon so ein spätes. Da gab es auch schon eine Animation. Also Chris Führig kann nur ganz späte, ganz wichtige Tore. Mit seinen 2 Toren hat er wahrscheinlich deutlich mehr als 2 Punkte für uns geholt. Und das ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen. Ich hätte eigentlich gewollt, dass er ein bisschen mehr trifft. Aber insgesamt wurde es halt bisher noch diese Saison nichts. Aber vielleicht wird es dann natürlich in der nächsten Saison was. Die nächste Saison fängt natürlich in der nächsten Episode an. Dafür habt ihr jetzt schon auch einige Kommentare geschrieben. Das habe ich gerade noch gesehen, kurz bevor ich die Episode aufgenommen habe. Ich kann euch ja mal sagen, es ist gerade Dienstag, kurz vor 10. Ich kann leider nicht mehr auf die Kommentare unter dieser Episode antworten oder besser gesagt reagieren in der nächsten Episode, weil ich die jetzt direkt danach oder eben dann morgen früh aufnehmen muss, weil ich danach keine Zeit habe diese Woche. Nächste Woche wird es dann wieder besser. Da wird dann ab Episode 2 kann ich wieder auf eure Kommentare eingehen. Jetzt könnt ihr natürlich aber trotzdem gerne Kommentare schreiben. Da werde ich auf jeden Fall auch drauf antworten und habe die dann natürlich auch für Episode 2 parat. Ich habe jetzt schon richtig Bock auf die neue Saison, obwohl die Saison hier noch nicht mal vorbei ist. Wir spielen gerade nämlich noch gegen den deutschen Meister dieser Saison. Bayern hat sich den Titel schon geholt, hat einiges an Vorsprung, auch wenn sie ein bisschen einbußen mussten, ne, zum Vergleich
zum Beginn. Also da hatten sie ja irgendwie 15 Spiele in Folge gewonnen, keine Unentschieden, keine Niederlage nach 15 Spielen auf dem Konto, hatten uns damals ja auch 2-0 geschlagen in unserer heimischen Arena. Aber wie gesagt, sind sie jetzt nicht mehr ganz in der Form von davor, sind aber trotzdem hier mit 1-0 in Führung gegangen. Mavropanos fault Musiala und dann kommt der Ex-Stuttgarter, Ex-Leipziger Joshua Kimmich mit diesem Freistoßtor um die Ecke. Das war natürlich bitter für uns. Wir haben nicht so richtig viel zugelassen. Wir hatten schon, also Bayern hatte schon ihre Chancen, aber es ist nichts so Zwingendes. Und dann ihnen so einen Freistoß zu schenken, war natürlich unglücklich. Aber sie schenken uns direkt zurück und zwar dieses Tor von Sascha Kalajdzic. Lassen ihn ja komplett alleine stehen und dann fälscht Upamecano auch noch unhaltbar für Neuer ab. Lenkt den Ball in eine andere Richtung und ab ins Tor damit. Das heißt, wir konnten ausgleichen. Es war aber am Ende egal, weil Anton hier zwei Leute nicht verteidigen kann, was ja auch ganz klar ist. Die spielen hier Katz und Maus mit ihm und dann kommt ein Lewandowski von der Bank und macht in der 80. Minute das 2-1. Also die bringen einen Robert Lewandowski von der Bank aus gegen Stuttgart, gegen uns. Das ist so, so bitter. Wir hatten da noch eine riesige Möglichkeit mit Mavropanos, die wurde aber ganz, ganz knapp am Tor vorbeigelenkt und so haben wir das Spiel hier verloren und es wurde nochmal richtig spannend im Duell um Europa. In der Liga sind wir also immer noch auf Tabellenplatz 6, glaube danach gewesen, nachdem wir hier dieses Spiel unglücklich verloren hatten. Da wäre mehr drin gewesen, es war aber am Ende, sollte es nicht sein. Wir können nicht mehr nach oben, aber das Wichtige ist, wir können noch nach unten. Hoffenheim und Wolfsburg sind uns ganz, ganz dicht auf den Fersen. Wir haben jetzt ein Heimspiel gegen den Tabellen 13. Köln und müssen da natürlich unsere Hausaufgaben machen. Wenn wir das Ding gewinnen, sind wir natürlich durch. Das war natürlich dann auch unser Plan hier. Es wäre ein Desaster, wenn wir am letzten Spieltag diese aussichtsreiche Position aus der Hand geben würden. Vor allem, wie gesagt, Köln Tabellen 13., wir Tabellen 6., das sollten wir zu Hause vor ausverkauftem Publikum auf jeden Fall gewinnen. Und wir haben einen richtig guten Start erwischt. In der 6. Minute holt Kalajdzic eine Ecke raus und macht die dann auch selber rein. Sosa auf Sascha, da ist es mal wieder ein Kopfballtor von unserem 2-Meter-Riese, der uns absolut auf die Siegerstraße bringt oder zumindest mal in die Richtung Siegerstraße bringt. So früh ein 1-0 tut natürlich extrem gut, auch wenn danach dann erstmal der erste FC Köln kam. Schaub lässt sich hier von zwei Leuten nicht vom Ball trennen, aber zum Glück haben wir einen richtig guten Florian Müller hinten drin. Der pariert hier gegen Anderson und wir können weiter angreifen. Kalajdzic, der Torschütze, auf Narte, der war heute in der Partie, hat ja erstens noch Kölner Vergangenheit und zweitens war Mangala etwas müde, gibt hier dann direkt weiter auf Klimovic, bereitet also das 2-0 vor. Tetto mit der Führung für uns oder mit dem Ausbau der Führung für uns noch in der 20. Minute. Also alles relativ früh in dem Spiel passiert. Wir machen auch direkt weiter in der 24. Minute mit Kalajdzic. Er hat die nächste Chance. Doan rutscht da vorbei. Da seht ihr ein Verletzungssymbol. Der hat sich eine Schulterprellung geholt. Deswegen habe ich ihn auch weiterspielen lassen, weil ich habe gesehen, er fässt sich immer wieder an die Schulter. Er kann weiterspielen, also müsste es eine Schulterprellung sein. Ich wollte nicht in der ersten Halbzeit wechseln. Dann habe ich nämlich meine Wechselmöglichkeiten in der zweiten Halbzeit noch. Und da sind die dann deutlich frischer gegen deutlich müdere Kölner. Und das war genau der Plan. Da sind wir auch schon in der zweiten Halbzeit, in der 72. Minute, da war Doan schon nicht mehr auf dem Feld, aber immer noch Florian Müller im Tor, war eine absolute Bank da hinten. Und dann in der 87. Minute kommt einer unserer besten Spieler, Silas Katompa Mwumpa, mit dem 3-1, das Tor nach Europa. Jetzt ist es sicher, jetzt ist die Messe gelesen, jetzt ist das Ding durch, jetzt haben wir den Platz im europäischen Wettbewerb uns geholt und Silas lässt sich natürlich völlig zurecht vor der Cannstatter Kurve feiern. Mit 3-1 setzen wir uns am Ende durch, sind damit weiterhin auf Platz 6. Wir konnten ja nicht mehr nach oben, aber viel wichtiger war ja sowieso, dass wir nicht mehr nach unten gehen. Auf Platz 6, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist Europa League, es könnte aber auch Conference League sein. Ich weiß nicht, wie es im FIFA-Karrieremodus implementiert ist, also auf welchem Platz dann die UEFA Conference League ist. Deswegen, da schauen wir einfach nächste Episode danach, da schauen wir in der nächsten Saison danach, wo wir spielen, was wir spielen, wie wir spielen. Ich bin auf jeden Fall richtig heiß darauf, dass wir in Europa sind. Kalajdzic natürlich mit seinen 18 Toren maßgeblich dran beteiligt. Silas mit seinen, glaube 13 oder 12 Toren natürlich aber auch. Koulibaly, Silas und Klimovic sind alle drei in den Top 5 der Vorlagengeber. 9, 8 und 8 Vorlagen jeweils. Müller am Ende richtig gut gehalten gegen Köln, nicht die 0 geholt, deswegen hat er auch insgesamt relativ wenig zu 0 gespielt. Unsere Defensive stand einfach nicht so gut. Ich musste mich noch ans Game gewöhnen und natürlich hat die CPU von überall getroffen. Deswegen hat er insgesamt nur 6-mal zu 0 gespielt. Dann mussten wir leider hier noch Felix Jaco hochholen. Der war schon 18 Jahre alt gewesen und wollte unbedingt in die Profimannschaft. Natürlich wäre es mir lieber gewesen,
wenn das in der nächsten Episode passiert wäre, am Anfang der neuen Saison. Sollte aber nicht so sein, ist jetzt auch nicht so schlimm. Er ist auf jeden Fall ein sehr gutes Talent, deswegen wollte ich ihn auch nicht rauswerfen, wollte ihn unbedingt mit nach oben nehmen. Und hier sehen wir jetzt nochmal unsere ganzen Spieler mit dem Status, wo sie verliehen sind, wo sie hingehen in der neuen Saison, zum Beispiel bei die Derby natürlich Crystal Palace. Und natürlich vor allem, wie sie sich entwickelt haben und was für ein Potenzial sie haben, habe ich auch schon gesagt. Hier aufregender Mann für die Zukunft bei Köhler und insgesamt auch ein sehr, sehr gutes Team. Aufregender Mann für die Zukunft auch bei Jacquot. Ich bin richtig heiß auf die neue Saison jetzt schon, ohne dass wir in der neuen Saison sind. Kalajdzic ist unser bester Stürmer, Silas unser zweitbester Torschütze und Klimovic, bei dem ihr am Anfang der Saison noch euch unsicher wart, ob er in die erste Mannschaft soll oder nicht. Ich habe gesagt, ich möchte ihn ausprobieren und er war in den Top 3 unserer besten Torschützen, in den Top 4 oder besser gesagt Top 2 geteilt unserer besten Vorlagengeber. Also ich glaube, der Mann hat eine richtig gute Saison gespielt, das muss man ganz klar anerkennen. Genauso natürlich wie Silas, der am meisten gewachsen ist, mit plus 7 insgesamt, jetzt sogar schon auf eine 82 hochgegangen ist. Mafropanos, Sosa und Kalajdzic jeweils plus 4, war natürlich auch geisteskrank. Und dann sehen wir hier nochmal einen abschließenden Blick auf die Jugendschule. Da haben wir auch schon unser erstes Talent aus Bulgarien. Kovacev heißt er. Insgesamt ist ein ZOM, also wäre auch natürlich ein richtig guter Balakov-Nachfolger. Ich denke aber, davon finden wir in der nächsten Episode auf jeden Fall noch einige oder zumindest in der nächsten Saison wahrscheinlich. Die nächste Saison greifen wir an mit diesem Team. Wir werden mal schauen, für wen ein Angebot kommt. Ich habe mich so entschieden. Ich schaue einfach, wie die Angebote sind. Ich schaue, von wem sie kommen. Ich schaue, wo die am Ende dieser Saison standen. Ich schaue natürlich auch, welche Konkurrenz die auf der Position hätten. Je nachdem, wer geholt werden soll von jemand anderes. Kalajdzic, Sosa, Mangala, Silas etc. Wir schauen einfach mal, was kommt. Wir lassen es auf uns zukommen. Ich bin hyped. Ich hoffe ihr auch. Wenn euch diese Episode und die erste Saison beim VfB Stuttgart gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Lasst auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr keine neuen Videos und vor allem natürlich nicht den Start in die neue Saison. Schaut mal bei unserer anderen Karriere vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been